Was geht ab, liebe Pöhlersbande? Herzlich willkommen vom Flughafen Shuttle Service in Köln. Für mich geht's jetzt zum Flughafen und dann nach Mailand und für euch auch. Viel Spaß mit dem Vlog. So, Freunde, am Flughafen sind wir angekommen. Jetzt geht's zum Gate. Eingecheckt habe ich gestern Abend schon. Und dann geht's erstmal nach München und von München wieder nach Mailand. Übel nice. So richtig retro, die alten Bahnen am Start. Der Taxifahrer unseres Vertrauens hat uns am Hotel rausgelassen. Da werden wir jetzt mal reingehen. Und als ich es gesehen habe, was der Felix so gebucht hat für uns, ich zeig's euch einfach mal. Ich schlafe nicht wieder in dem Hotel vom letzten. Warum das Live-In-Hotel in Dortmund, das war überragend. Also, Props gehen raus an der Stelle. Also beste Heizung, die wir da hatten. Und jetzt können wir, wie gesagt, mal abchecken, was wir hier haben. Na klar, ab ins Windsor. Ja? Vornehm geht die Welt zugrunde. Dann wollen wir mal einchecken. So, Freunde, da sind wir im Hotelzimmer angekommen, durften einchecken. 14.30 Uhr, macht das mal bitte gleich nochmal. Und ich habe gedacht, komm, wir zeigen euch mal das Zimmer, was wir hier haben. Klein, aber echt fein, das kann man auf jeden Fall sagen. Felix hat sich gerade hier im Schrank versteckt. Mach nochmal bitte. Also geht es wirklich? Ja, ich weiß nicht. Ja, doch. Ja, doch. Nice. Schön, also im Endeffekt, wie gesagt, klein, aber fein. Sieht aber doch ganz nice aus. Ein schönes Doppelbett für uns beide. Ja, kann man kuscheln, Mensch. Ja, und dann war es das eigentlich schon. Da hängt der BVB-Schal, die Jacken und so. Aber nice. Aber Highlight kommt auf jeden Fall jetzt hier. Ne? So. Ein großes Waschbecken. Ich meine, im Endeffekt halten wir uns ja hier auch nur auf, um hier zu pennen. Ne? Und jetzt ein bisschen zu chillen. Und dann kommst du die Treppen rauf aus der U-Bahn. Und da ist der Mailänder Dom. Und dann gehen wir da einfach zu Meckes. Oder zu Gucci. Was meinst du? Vielleicht auch zu Gucci. Bei Gucci und dann. Aber schon. Also schon imposantes Ding, ne? Imposant, ja. Schönes, schönes Ding. Ja, jetzt gibt es hier den Sightseeing-Content von uns, Leute. So, Freunde, jetzt gehen wir noch unter die Foodblogger. Ne? Erstmal haben wir Sightseeing, Touri-Shit. Jetzt machen wir hier noch Foodblogger. Also, ich hatte ja am Flughafen schon so ein Baguette. Und jetzt habe ich nochmal ein Baguette. Hier im Cesarino zeige ich euch gleich die Karte. Ne? Unbezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung. Wir haben jetzt schon reingebissen, ne? Foodblogger hätten das auch noch mal im Ganzen gezeigt und so. Aber Leute, das ist unnormal gut. Das Brot ist warm, das Brot ist knusprig, crunchy, aber noch fluffig. Die Soße ist geil. Die Soße ist geil, so eine Tartar-Soße. Wir haben Pork, ne? Also das heißt Pork mit Rucola, also Schwein mit Rucola. Mozzarella, ja. Übernice. Also ich glaube, Felix und auch ich sagen beide absolute Empfehlung. 8,5 von 10. Ja. Kann man geben. Ja. Jetzt machen wir hier so richtig einen auf Touri. Toxi auf Touri. Ja, TT. Toxi Touri. Toxi Touri Tacheles. Ja, wunderschön. Ne, also nice. Ja, genau. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir Frühstück kriegen. Aber nicht bei Meckes, sondern irgendein leckeres Café. Und dann nehmen wir euch in dieser wunderschönen Stadt nochmal mit, aus der wir drei Punkte entführen werden. So nämlich. Und zwar mit dieser Bahn. Gehen wir jetzt hier mal ein bisschen was trinken und die fährt auch zum San Siro. Da wollen wir dann aber erst morgen hin. Darf ich jetzt nicht anfangen? Just schmeckt in dem Sinne einen guten, ne? So, das, was ihr gerade da drin gesehen habt, das war die Pizzeria Am. Pizzeria AM. Extrem lecker. Wir haben einfach mal gegoogelt
Was hat denn so die besten Bewertungen? Und wie viele Bewertungen waren es? 6.000 oder so? Über 6.000. Über 6.000 und eine Bewertung von 4,7. Und da haben wir gesagt, das machen wir einfach mal. Und völlig zu Recht. Geiler Service, geile Pizza. Ich habe gesagt 10 von 10, Felix 9 von 10. Richtig lecker, napolitanisch. Mua. Dünner Teig, geiler Belag, hat extrem gut geschmeckt. Und jetzt geht's für uns weiter. Hey, ich hab mein Leben hier verwirrt. Jeden Tag und jede Nacht. Gott habe ich vorweg. Gott und Gebole. Ich hab mein Leben hier verwirrt. Jeden Tag und jede Nacht. Gott habe ich vorweg. Gott und Gebole. Freunde, Tag 1 ist rum. Wir stehen jetzt hier in der U-Bahn, Haltestelle Richtung Komasina. Und dann geht es nur noch ins Hotel. Aber es war am Ende schon noch ein cooler Abend, oder? Also, ihr habt ja jetzt gerade noch mal ein bisschen was gesehen, so ein bisschen was von der Stimmung, die wir gemacht haben. Quasi ist einfach Treffpunkt. Und dann wird es ja noch nicht direkt Richtung San Siro gehen. Stunde noch, ne? Stunde. Ja, Stündchen noch. Und von spätestens da melden wir uns dann wieder. Die haben uns einfach in die U-Bahn gesteckt und einfach in die U-Bahn geschickt. Das ist völlig krank. Ja, und jetzt geht's hier weiter. Seite zustellen, die Reise wird für immer weitergehen. Die Liebe wird nicht vergehen, BVB. Schwarz-Gelb ist mein Verein. So soll es sein. Bis an das Ende der Welt werden wir den Weg gemeinsam gehen. Oh, BVB. Und wir sind immer noch unterwegs. Was haben wir jetzt mittlerweile, Felix, hast du gesagt? 5 Kilometer? Ja, 5 Kilometer Fußmarsch mit über 400 verbrannten Kalorien. Wunderbärchen, das heißt, das Bier für heute Abend ist gerettet und geregelt. Wir müssen ja auch auf die Linie achten. Naja, also summa summarum ist der Marsch auf jeden Fall zu lang. Jetzt laufen wir gerade noch mal einmal komplett außen drum rum. Und dann wird wahrscheinlich das Ganze auch noch ewig dauern, bis wir kontrolliert sind und wirklich rein können. Aber hat natürlich trotzdem Bock gemacht. Schauen wir mal. Ganz kurz, ne? Wir laufen seit 70 Minuten. Digga, das ist auch einfach viel zu wild. So viel laufe ich die ganze sonstige Woche nicht, wirklich nicht. Naja, also wacker, durchhalten, Hammer. Alles für Borussia im Übrigen, Freunde. Mal gucken, kleine Prediction, ob ich am Ende nach so einem Marsch mehr Kilometer habe als der ein oder andere Profi vielleicht. Das werden wir dann feststellen. Ich werde mir dann mal die Heatmaps angucken. Ob man es glaubt oder nicht, da ist es. Nach gefühlten 100 Minuten Fußmarsch ist das Stadion in Sichtweite. Wahnsinn. So, Sicherheitscheck, check. Boah, eine Öffnung für alle Leute. Ein Gedränge, ein Geschiebe, ewig lang gedauert.
6 Kilometer Fanmarsch. Das war auf jeden Fall eine Tortur. Jetzt haben wir es erstmal geschafft. Habe ich gedacht, da kommt aber jetzt nochmal eine Kontrolle. Und dann geht's rein in den Block, Freunde. Also geschafft haben wir es mittlerweile mal und erinnern tut einen das sehr an Barcelona und Camp Nou. Wir haben hier wirklich ja diesen Sichtverhinderer auf halber Höhe, würde ich mal sagen, mit diesem Plexiglas hinter. Ja, nice, aber ja, ja. Borussia, 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 Borussia. Yeah.
Komm, Junge, komm, Junge! Das ist so wichtig, Mann! Da müssen wir jetzt wieder gucken, dass wir mehr Zugriff kriegen, ein bisschen mehr draus machen, kompakter stehen, energischer dagegen verteidigen und uns auch dagegen halten. Und dann geht mehr. PSG liegt hinten, deswegen sind wir immer noch Gruppenerster. Aber um hier wirklich auch den Sieg mitzuholen, brauchen wir noch mal ein bisschen mehr Leistung. Ganzer Stolz, ole, 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 nur der BVB, ja! Unser ganzer Stolz, ole!
Haus vorbei. Borussia Dortmund holt sich das Ding in Milan. Erste Mal da, erste Mal 3 Punkte, so muss das sein. Einzige, was jetzt noch so ein bisschen Wermutstropfen ist, dass PSG tatsächlich noch das 1-1 gemacht hat in der 98. Minute. Das heißt, wenn die jetzt bei uns gewinnen, dann sind die Gruppenerster und wir Gruppenzweiter. Sonst wären wir auf jeden Fall jetzt als Gruppenerster schon durch gewesen. Deutliche Leistungssteigerung in der Halbzeit. 2 Tore Borussia Dortmund, richtig gutes Spiel, vor allen Dingen ab der 60. Minute. Das hat richtig Bock gemacht. Wir haben uns leidenschaftlich reingeworfen. Ja, Milan hatte auch nochmal Chancen auf den 2-3, auf den 3-3, nochmal einen Pfostentreffer. Aber wir haben das überstanden. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt in Halbzeit 2, deutlich verbessert. Und deswegen ist das wirklich verdient und ich bin wirklich stolz auf die Truppe. So macht das Spaß, Borussia Dortmund-Spiele zu gucken. Und so fühlt sich Borussia Dortmund endlich auch wieder richtig gut an. Liebe Leute, wenn euch das ganze Ding hier gefallen hat, dann Daumen nach oben, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr in Zukunft nichts mehr. Ich gucke jetzt mal zu, dass ich ein Bierchen kriege. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und sage nur der BVB, aber nur der BVB. Ich bin raus, euer Topsi. Haut rein. Ja!